euch zum einen zu begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Und dann kann ich dich jetzt auch gleich zurück auf die Bühne holen. Mascha Tobe ist hier, die Kuratorin, da steht sie auch, des Computerspielmuseums. Und sie bringt einen sehr interessanten Vortrag zu Gehör, nämlich Kochen und Spielen, zwei Kulturtechniken, eine Liebesgeschichte. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Das werden wir aber gleich sehen. Und zum Warmwerden für uns alle, weil es echt ein wenig kalt ist in dieser Lokalität, hätte ich gern einen donnernden Applaus für dich. Und damit ist deine Bühne dir gerichtet. Ja. Vielen Dank. Ich setze mich mal hin, oder? Nee, mache ich nicht. genau, ja, ich bin Mascha, falls ihr mich ansprechen wollt, duzt mich bitte. Ich bin Kuratorin im Computerspielemuseum und falls ihr das Museum nicht kennt, will ich euch so ein bisschen über das Computerspielemuseum erstmal erzählen. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Das ist das Computerspielemuseum. Uns gibt es seit 20 Jahren, seit 8 Jahren jetzt da vorne an der Weberwiese in Ostberlin, gar nicht so weit weg von hier. War schon mal jemand dort? Ja! Sehr gut. Dann muss ich euch gar nicht so viel erzählen, wo wir sind, sondern was wir machen. Und zwar hat der ICOM, das ist ein internationaler Museumsverbund, irgendwann mal beschlossen, dass es 5 Kernaufgaben gibt, die so ein Museum eben hat. Das ist Sammeln, Bewahren, Ausstellen, Bekanntmachen und Forschen. Ich habe gerade beschlossen, das Ding hier nicht mehr wegzulegen. und wir sammeln und bewahren natürlich. Das ist mein lieber Kollege Konstantin, der in der ersten Reihe hier sitzt. wir sehen ihn hier gerade in unserem Softwarearchiv. Das heißt, wir haben Software zurzeit etwas über 30.000 Spiele. Wir sammeln aber auch Hardware. Wir sammeln Literatur zu Computerspielen und über Computerspiele. Und wir sammeln zum Teil Game Art. Wir sammeln und bewahren aber nicht nur, sondern machen auch bekannt und stellen aus. Bekannt machen ist das, was ich hier gerade mache, Dinge über Computerspiele erzählen, und ausstellen machen wir an dem Standort, den ihr gerade gesehen habt, oder auch mal woanders mit unserer Wanderausstellung, die jetzt zum Beispiel diesen Monat nach Köln reist. Genau. Erforschen. Was erforscht man vielleicht so als Computerspielemuseum? Also zum einen sind wir in vielen Forschungsverbänden zur Langzeitarchivierung. Da macht man sich eben Gedanken darüber, wie können wir das, was jetzt auf den Datenträgern drauf ist, so sichern, dass es in 50 Jahren noch da ist, noch abgespielt werden kann und jemand noch nutzen und davon profitieren kann, was da eben alles an kulturellen Artefakten vor sich hin schlummert. Erforschen heißt für uns aber auch kulturwissenschaftliche Forschung. Die machen wir im Rahmen von Sonderausstellungen. Und unsere aktuelle Sonderausstellung ist eben die digitale Küche. Mit Essen spielt man nicht. Und über die will ich eben heute was erzählen und über die Konzepte, die dahinter stecken. Essen ist so ziemlich überall. Ihr kennt wahrscheinlich alle Foodporn, einen der beliebtesten Hashtags. Ich habe heute geguckt, es waren etwas über 200 Milliarden Einträge auf Instagram. 11 davon sind von mir, der Rest ist von allen anderen Menschen auf diesem Planeten, weil Essen irgendwie was extrem Spannendes hat. Irgendwas, was uns zeigt. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass wir Essen als ganz wesentlichen Energielieferanten brauchen, aber das, was wir hier sehen, ist eben nicht nur Energielieferant, sondern das ist was extrem Sinnliches, was uns irgendwie verführt, was uns Lust auf mehr macht, was Begehrlichkeiten weckt. Und interessanterweise gibt es auch Menschen, die bei sowas keinen Appetit bekommen. Ist irgendwer hier, den das völlig kalt lässt? Sehr gut. diese Darstellung von Essen hat aber eine ganz lange Tradition. Überhaupt, Essen in unseren Medien hat eine ganz lange Tradition. Wenn wir an das klassische Beispiel, die Bibel denken, die Frucht vom Baum der Erkenntnis, bla bla, die abendländische Kultur ist halt total geprägt von Äpfeln und anderen Früchten. Foodporn ist aber viel mehr, weil das da ist hochverarbeitetes Zeug, was überhaupt nichts mehr mit einem Apfel zu tun hat. Im 17. Jahrhundert kommen sogenannte Mahlzeitstillleben auf. Was wir hier sehen, ist das Stillleben mit Käse von Floris van Dijk von 1615. Hat erstaunliche Ähnlichkeit im Arrangement und der Darstellung zu dem, was wir heute unter Foodporn begreifen, ist aber 400 Jahre her. Das Erstaunliche ist, dass Wissenschaftlerinnen sich hier nicht so richtig einig sind, ob das so überhaupt existiert hat oder ob das alles nur fingierte Gemälde sind von Leuten, die einfach Reichtum und damit Macht demonstrieren wollen.
Und da sind wir schon an einem ganz entscheidenden Punkt, nämlich dass Darstellungen von Essen immer auch politisch sind, weil sie Machtstrukturen aufbauen und konsolidieren und Essen niemals einfach nur Essen ist. Wenn wir zurückgehen zu Foodporn, dann heißt das eben nicht einfach nur, hier ist ein Eisdingen, Taco, sondern dann heißt es auch, ich gönne mir sonst eigentlich nicht, bin ich mega kontrolliert, aber ich darf halt auch mal sündigen. Und schon in diesem Konzept Sündigen sehen wir, dass Essen, Darstellung von Essen und Religion total eng zusammenhängen. Das ist so eins der beliebtesten Beispiele. Guckt euch mal gut diese Zitrone an. Läuft euch dabei das Wasser im Mund zusammen? Es passiert meistens, wenn man Zitronen anguckt oder andere Zitrusfrüchte, aber eben auch, wenn man sich leckeres Essen anguckt. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, nämlich die Erkenntnis, dass wenn wir Essen angucken, das was mit uns macht. Das heißt, wir müssen uns jetzt angucken, wie gucken wir uns Essen an, und zwar im Computerspiel, weil wir sind auf einer Videospielmesse. Das heißt, wir haben uns in unserer Sonderschau, in der Vorbereitung, Gedanken dazu gemacht, wie wird Essen in Spielen dargestellt. Also nicht wie, visuell meistens, weil Computerspiele eben audiovisuelles Medium sind. Audio gibt es manchmal auch mit Brutzelgeräuschen in Kochspielen, aber es ist eben hauptsächlich visuell. Sondern welche Funktion kann Essen in Computerspielen einnehmen? Das heißt, wir haben als erstes Designelemente. Paradebeispiel Pac-Man, der frisst hier seine Punkte und da isst man eine Kirsche. Das könnte genauso gut irgendwas völlig anderes sein. Der muss überhaupt nicht essen. Der kann auch irgendwie Zeitungen einsammeln oder Müll auf der Straße einsammeln, aber das würde vielleicht nicht so viel Spaß machen wie dieses konsequente Essgeräusch und extrem leckere kleine Kirschchen, die wir da sehen. Interessant hier ist aber auch, dass immer, wenn er diese großen Coins da aufmümmelt, dass sich einmal kurz das Machtverhältnis in diesem Spiel komplett auf den Kopf stellt. Dass man nämlich selber nicht mehr der ist, der angreifbar ist, sondern dass man auf einmal diese Geister essen kann. Das erscheint jetzt vielleicht trivial oder überanalysiert, aber in der Diskussion später will ich das gern weiter vertreten. Überhaupt will ich sehr gerne später hören, was ihr alles so zu dem Thema denkt, weil ich glaube, dass man da immer sich selber um sich selber dreht und ich sehr gerne wissen will, was ihr denkt. Ein anderes Spiel, was wir auch in der Ausstellung haben, ist Burger Time. Das heißt, hier geht es primär darum, über diese Ebenen drüber zu laufen. Wenn man über die Ebenen drüber läuft, rutscht die eins weiter runter. Das heißt, wir sind damit beschäftigt, unten unsere Burger zu stapeln. Wir kochen quasi als winzig kleiner Koch. Den seht ihr, ist ja ein Pointer? Okay. Den seht ihr hier oben. Das ist ein Koch. Und wenn ihr so eine Lage, eine Station weiter runterschubst und dabei ist einer der drei Feinde, Mr. Egg, Mr. Hotdog oder Mr. Pickle, dazwischen, dann manscht ihr den halt auch noch mit rein und habt extra Belag auf eurem Burger. So funktioniert das. Käse gibt es hier übrigens nicht. Wolf sehe ich gar nicht mehr. ist sich beschweren gegangen. Ein anderes Spiel ist Foodfight, das ist ursprünglich als Atari-Automat in die Spielhalle gekommen. Wir sehen hier so eine schöne Werbung, könnt ihr das überhaupt erkennen da hinten? Ich habe eigentlich eine größere Leinwand erwartet. Genau, das Konzept ist eben, dass wir von einer Seite des Screens auf den anderen laufen müssen. Dabei begegnen uns Köche, die uns feindlich gesinnt sind. Wir müssen auf die andere Seite, um schnell unser Eis zu holen, bevor der erste Tropfen des Eis den Boden berührt, und können währenddessen eben Essen aufsammeln und damit diese Köche abwehren. Irgendwie fand ich das wahnsinnig spannend, weil dieses Eis eben schmilzt und wir hier irgendwie in diesem Ding drin sind, das Kochen bedeutet, einen Aggregatzustand zu ändern und das eben irgendwann auch zurückgeht. Irgendwann ist ein Eis halt wieder Sahne und wir können das nicht für immer verändern. Was anderes sehen wir hier im Beispiel Micro Machines. Wir fahren hier durch so eine Küche mit unserem winzig kleinen Gefährt, dem Micro Machine. Und die Fahrstrecke ist eben abgesteckt von kleinen Fruit Loops oder so. Wir haben hier eine Orange und eine Waffel. Und eben ein anderer wichtiger Punkt ist, dass das hier völlig unnötig ist, dass das in der Küche ist und dass da Essen ist, aber es ist eben so. Und da ist die Frage, warum? Warum ist es so spannend, dass wir uns durch Küchen bewegen und ständig Essen sehen? Ein anderes Konzept ist das Spiel als Werbeplattform für Genussmittel und eben vor allem auch für Essen.
Beispiel Kool-Aid Man, vielleicht kennt ihr Kool-Aid, das ist so ein Getränkepulver, ein bisschen wie dieser Krümeltee, der in den 90ern irgendwie mal ganz in war, was man in Wasser reinmacht und dann hat man eben so ein süßes Getränk. Und das Konzept von Kool-Aid Man war, dass es da auf einmal ein Spiel gibt, in dem das Maskottchen, nämlich diese Trinkflasche da, vorkommt. Und das kann man nicht einfach so kaufen, sondern man muss 125 Pakete Kool-Aid kaufen. Und auf diesen Kool-Aid-Kartons ist dann so eine kleine Marke drauf. Und wenn ihr 125 solche Marken da einschickt, dann bekommt ihr so eine Cartridge für euer Atari VCS zugeschickt. Geil, oder? Das ist jedenfalls wahnsinnig gut angekommen. So gut, dass das Spiel später tatsächlich auf den Markt gekommen ist. Keine Ahnung, so gut ist es nicht. Aber historischer Kontext und so. Ein anderes Beispiel ist Donaldland. Das ist das erste von vielen Spielen, in denen Ronald McDonald die Hauptfigur ist. Er sieht hier ziemlich traurig aus, ist mir aufgefallen, aber auch das finden wir eben, dass große Fastfood-Ketten ihre Protagonisten in irgendwelche Spiele reinpacken, die meistens nicht sehr originell sind. Ein anderes Beispiel ist Zool. Das Spannende an Zool ist, dass wir zum einen diese krasse Bonbon-Welt haben, die irgendwie, glaube ich, ziemlich Lust darauf macht, nicht nur diesen Plattformer zu spielen, sondern in einem Zuckerschock irgendwie durch die Welt zu rennen und alles reinzuhauen, was aus Zucker besteht. Das Spannende hier ist aber auch, dass die Werbepartnerschaft mit Chupa Chups erst entstanden ist, als das Spiel fast fertig war. Und das sieht man, glaube ich, ganz deutlich an dem da, dass wir eigentlich so ein konsistentes, eine konsistente Ästhetik haben und dann haben wir auf einmal zwei Chupa Chups Lollis, die so halb reinpassen und dieses Logo, was irgendwie so mega deplatziert ist. Was wir auch sehen, ist cool Spot, vielleicht kennt ihr 7-Up. 7-Up hat so einen roten Punkt und dieser rote Punkt ist nicht einfach nur ein roter Punkt, nein, der ist ein Maskottchen und heißt Spot und führt ein extrem cooles Leben. Er hat eine Sonnenbrille auf, er fährt irgendwie Skateboard, also ganz andere Zielgruppe als Chupa Chups, Zool, wo es eben mehr an Kinder gerichtet ist. Hier haben wir irgendwie so eine jugendliche Zielgruppe, Skateboards und Sonnenbrillen, alles. Was Teenager so toll finden. genau, Spiele mit mechanischer Umsetzung gibt es natürlich auch. Das sehen wir in Beispielen wie Don't Starve oder The Flame in the Flood. Das heißt, wir haben eine Spielfigur, die eben die gleichen Bedürfnisse hat wie wir potenziell, nämlich nicht zu verhungern. Man muss regelmäßig Dinge einsammeln und die Spielfigur eben füttern, ihr Nahrung zuführen. Gutes Beispiel, Final Fantasy 15 hat irgendwer, warum lachst du so? Mich haben gerade schon ganz viele darauf angesprochen, dass ich das unbedingt benennen muss, gut, dass ich es in der Folie habe. Und zwar ist es ein Paradebeispiel dafür, dass wir nicht nur eine Spielmechanik haben, in der wir essen müssen, sondern dass das Essen wahnsinnig gut aussieht. Das Ganze hier ist nicht einfach nur, naja, wir machen mal so ein bisschen Essen und haben da irgendwie so einen Grafikdesigner, der das macht, sondern für das Essen in diesem Spiel ist bei Square Enix ein eigenes Art Department gegründet worden. Alle Essen, die ihr in Final Fantasy 15 findet, sind real gekocht worden, sind aufgenommen worden und dann nachbearbeitet worden. Darum sieht das hier so gut aus, weil es eigentlich alles ziemlich echt ist. Sieht man echte Spiegeleisen, welches das falsche ist? Welches denn? Sieht man gar nicht. Okay, also das hier ist das Gefakte und das ist das Echte. Na, nicken, okay. Genau. Bei Breath of the Wild sehen wir noch eine andere Komponente, nämlich dass eine fertig gekochte Speise manchmal mehr ist als die Summe ihrer Zutaten. Hier sehen wir das zum Beispiel, wenn man irgendwie eine schnelle Eidechse mit in den Topf schmeißt, dass das Essen, was man danach konsumiert, eben auch schneller macht. Das heißt, hier haben wir auch diese Denke, dass Eigenschaften dessen, was ich zu mir nehme, sich direkt auf mich übertragen. Das ist so ein bisschen wie diese Analogie-Denke aus der Antike, dass Walnüsse gut fürs Gehirn sind, weil sie so aussehen wie ein Gehirn. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Genau. Dann haben wir noch
die Idee von Bewegungsspielen, die Bewegungsmuster des Kochens aufgreifen. Da haben wir als Beispiel Cooking Mama. Hat das schon mal jemand gespielt? Okay. Ja. Surprise. Wirklich bedenklich, dass sich hier niemand gemeldet hat. Genau, man spielt es auf der Wii, hat den Wii-Controller und muss eben Essen kochen. Das heißt, ihr habt den Controller in der Hand. Wenn ihr eine Tomatensuppe macht, müsst ihr halt erstmal die Dose mit den passierten Tomaten öffnen. Das heißt, ihr müsst so eine Bewegung machen, als hättet ihr einen Dosenöffner in der Hand. Dann müsst ihr Sachen hacken und irgendwo reinschieben. Und man macht eben genau die Bewegung nach. Und irgendwie ist es wahnsinnig spannend, weil man dabei ziemlich gut lernt, wie man kocht und eben die Bewegung nachmachen muss. Also das Minestrone-Rezept habe ich einmal durchgekocht und es ist ziemlich akkurat. Was wir hier aber auch sehen, ist das, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, nämlich Machtstrukturen. Und das hier ist ein ganz typisches Beispiel für so ein Machtfehlverhältnis, das nämlich immer, und das ist nicht nur in Computerspielen, sondern gesamtgesellschaftlich so, dass wenn Kochen zu Hause dargestellt wird, dann ist das eine Frau, und wenn professionelles Kochen dargestellt wird, dann ist das ein Mann. Das haben wir gerade vorher auch schon mal bei Foodfight gesehen mit den Köchen und vor allem bei Burgertime mit den Köchen. Und das ist ein wahnsinniges Problem, dass Computerspiele das nicht auflösen, und das kann man ruhig mal problematisieren. Außerdem haben wir als Bewegungssteuerung Fruit Ninja Kinect. Gibt es da noch einen Highscore gerade, der geführt wird? So ein bisschen museumsweit kurzzeitig ein Highscore geführt worden. Das Ganze kam ursprünglich auf dem iPad raus. Das heißt, ihr müsst diese Früchte, die so reinfliegen, eben durchschneiden, als hättet ihr ein Messer in der Hand. Das heißt, sie imitiert eigentlich die Bewegung, die man normalerweise auf dem Brett macht, wenn man Früchte klein schneidet. Hier ist es anders. Da spielt nicht so sehr die Fruit, sondern eher das Ninja eine Rolle. Und man steht eben im Raum und hat einen Kinect-Sensor und muss dann, wenn es reinfliegt, immer so die Früchte durchschlagen. Es macht sehr viel Spaß, auch Besucherinnen und Besucher dabei zu beobachten. Selbst wenn ihr selber nicht spielen wollt, kommt vorbei. Es ist sehr schön. Was haben wir noch? Genau, wir haben Multiplayer, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Hier haben wir wieder die männlichen Köche. Wir haben aber auch, bitte? Frauen und Tiere können auch kochen? Ach so, hier, ja. Stimmt, es gibt eine sehr, die neue Version, oder nicht? Ah ja, okay. Na gut, dann habe ich auch noch was gelernt. Den Fokus will ich hier auch gar nicht auf die Männer legen, sondern darauf, dass es hier ein Multiplayer-Geschehen ist und dass das eben nochmal eine ganz andere Komponente reinbringt, nämlich die Tatsache, dass man meistens nicht alleine kocht, sondern dass zum Beispiel aus dem gleichen Jahr 2016 der Zensus unter jungen Erwachsenen zwischen 14 und 29 ergeben hat, dass Essen gehen und gemeinsam Essen zubereiten auf Platz 1 der gemeinsamen Freizeitaktivitäten weit vor Computerspielen ist. Man mag sich das gar nicht vorstellen, aber wir geben wahnsinnig viel Geld für Essen aus, wir verbringen sehr viel Zeit damit, und es ist letztendlich eben auch was sehr Soziales. Das Nicken habe ich gesehen. Ja, sehr viel Geld. Der Phil Duncan von Ghost Town Games sagt dazu genau das: Kitchens have always struck me as a perfect analogy for a cooperative game, an occupation where teamwork, time management, spatial awareness and shouting are all vitally important. Ist insofern interessant, als dass dieser Phil Duncan eben ein ausgebildeter Koch ist, der später Videospielentwickler geworden ist und da irgendwie systematisch Fähigkeiten identifiziert hat, im Spiel zusammenbringt. Wenn wir über Nahrung und Machtstrukturen reden, müssen wir auch über Körper. Vielleicht kennt ihr das hier aus GTA San Andreas. Da haben wir diese Mechanik, dass wenn wir unseren Protagonisten durch die Welt laufen lassen und ab und zu mal eine Kleinigkeit essen, dann sieht er eher so aus wie auf der linken Seite. Und wenn wir den ganzen Tag im Auto rumfahren und ständig im Schnellimbiss irgendwie Burger reinschaufeln, dann sieht er eben aus wie auf der anderen Seite. Das ist irgendwie spannend, weil es so ein bisschen die Abhängigkeit des Körpers von Nahrung darstellt, aber auch mega mechanistisch und total realitätsfremd. Also ich finde es spannend, wie hier versucht wird, Realität ins Spiel reinzubringen und es gleichzeitig total realitätsfremd ist, weil Körper nicht so funktionieren.
weil es eben viel komplexer ist. Wir haben auch noch einen anderen Ansatz in der Ausstellung, Consume Me von Jenny Zhao Xia. Das ist noch nicht auf dem Markt, das ist ein wunderschöner Indie-Titel. Das ist eine Anthologie aus Minigames quasi, die so ein bisschen die Druckverhältnisse, in denen man sich als Mensch in der Gesellschaft in Abhängigkeit von Körper und Essen befindet, eben ausgesetzt befindet. Jenny selber sagt über ihr Spiel, Consume Me is about the cutthroat competitiveness of dieting, where the opposing team is yourself. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Gesellschaft eben immer wieder Menschen in die Lage bringt, dass sie selbst zu ihrem Feind werden. Und da kann man eben nur verlieren. Das ist das Schöne, gegeneinander ein bisschen Overcooked zu spielen. Das ist eine der Kernaktivitäten unserer Sonderausstellung. Das macht sehr viel Freude. Wir haben einen sehr prominenten Titel. Das ist nur, der ist auch noch nicht auf dem Markt. Ist entwickelt von TJ Hughes, der so eine Faszination für die ästhetische Darstellung von Essen hat und sich gleichzeitig fragt, was uns als Kinder so daran fasziniert, mit Essen rumzumanschen. Das heißt, wir haben die Situation, dass eben so wie hier Essen einfach so vom Himmel ins Bild reinfällt, haben einen 4x4-Button-Controller, der eben diese Haptik eines kleinen Kindes rummanschen auf einem Teller oder auf einem Tisch sehr gut aufgreift und wir einfach mit diesem Essen spielen können. Diese Simulation hat kein Objective, ihr müsst da nichts erreichen, ihr könnt einfach nur mit Essen rummanschen. Und ich habe irgendwie, als wir das konzipiert haben, alles gedacht, das wird vielleicht irgendwie mal langweilig. Aber es ist nicht so. Ich stand gestern in der Ausstellung und ein Junge ist immer so im Augenwinkel gesehen hat, dass ich noch da bin und auch spielen will, aber er hat einfach nur mit Essen rumgematscht. Kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzugucken. Das ist der Rahmen, wo man in den Nudeln rumrühren kann. Das ist sehr schön. Genau. Warum das alles? Ja, warum? Wegen dem, was ich ganz am Anfang erzählt habe. Essen konsolidiert Machtstrukturen, es baut sie auf und was ich euch mitgeben will mit diesem Vortrag ist im Wesentlichen, dass wenn ihr das nächste Mal irgendein Hashtag Foodborne-Foto seht oder vor allem, wenn ihr Computerspiele spielt, vielleicht darauf achtet, was das mit euch macht, wenn ihr was Leckeres zu essen seht. Macht das überhaupt was mit euch? Esst ihr mehr, wenn ihr Computerspiele spielt? Habt ihr da jemals drüber nachgedacht? Ich finde das ein wahnsinnig spannender Gedanke und das war der erste Gedanke aller Menschen, denen ich vor einem Dreivierteljahr erzählt habe, ja, wir machen eine Ausstellung über Essen und Computerspiele. Und alle, die nicht so im Thema drin sind, haben zuerst gefragt, ach so, also, und ich dachte, das ist ein total interessanter Punkt, ob das irgendwie miteinander zusammenhängt. Das werden wir heute nicht klären, aber ich wäre sehr neugierig, von euch was zu hören. Wenn es um diese Machtstrukturen geht, die jetzt zwischen Individuum und Gesellschaft sein können, zwischen dem, der das Essen kocht und der es konsumiert oder was auch immer, dann dürfen wir ein Spiel nicht vergessen und das ist Oddworld Abe's Odyssey. Kennt das jemand von euch? Okay, genau. Das ist nicht spielbar in der Ausstellung, aber in der Vitrine und ist ein Paradebeispiel dafür, wie Essen und wer isst, wer wird gegessen, solche Strukturen eben thematisiert. Ich bin gerade ein bisschen betroffen von dem Spiel. Ich hoffe, hier gibt es jetzt eine schöne Möglichkeit zu diskutieren. Ich habe hier so einen Gesprächswürfel vorher gesehen. Ja? Das ist trollig, weil er ist der zweite Kurator aus dem Museum und kennt die Antwort ganz genau. Ganz kurz, hier ist unser super geiler Mikro-Schaumwürfel. Also wenn jemand eine Frage hat, dann können wir die einfach so in den Raum werfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber ich wollte dich jetzt noch nicht abwürgen. Pass auf, Achtung, ich werfe ihn dir zu. Geil. So, ist doch nochmal gut gegangen. Computerspiele und Essen, ja. Wenn ich Computer spiele, dann esse ich definitiv mehr, vor allem Süßkram und Knabberkram. Ich spiele oft Spiele, die rundenbasiert sind, wo man zwischendrin Wartezeiten hat. Und da ist immer entweder, nutzt du die Zeit, um einen zu rauchen, oder weil Rauchen ja ungesund ist, nimmst du Zokorin. Also ja, das ist valide Logik. Macht mich
ein bisschen dick auch. Ja, das ist ja immer das Argument, ne? Also das ist ja eins dieser Argumente der Computerspielgegner, dass generell man so lange rumsitzt und dann dick wird, weil man Computerspiele spielt. Passiert. Danke für deinen Input. Noch jemand? Also ich wollte noch mal ein Spiel, falls du das noch nicht auf dem Radar hast, deiner Sammlung hinzufügen, und zwar Monster Hunter World. Mhm. Das habe ich neulich mal gespielt. Und das finde ich ja krass, wie die da Essen darstellen. Da gibt es ja diese kleinen Katzenwesen in der Spielwelt und ja, die kochen dann da. Und da wird jedes Mal, man muss ja sozusagen, bevor man losgeht, um die Monster zu jagen, die man dann auch essen wird, nochmal bei diesen Katzen sich ein Essen zusammenstellen. Und die zelebrieren da so eine riesen Katzenszene, da extrem viel Arbeit reingeflossen ist. Und die Darstellung von dem Essen ist auch annähernd wie bei Final Fantasy. Also vielleicht nicht ganz so realitätsnah, aber halt so, dass einem das richtig krass im ja, Mund zusammenläuft. Und die essen dann auch so viel, das ist so absurd. Da gibt es so eine riesen Platte mit so Grillfleisch und dann ist da nochmal so ein Spieß mit Schrimps drauf und eine Suppe. Und ich denke immer daran, wie viel Essen wird da auch weggeworfen bei solchen Spielen. Aber hast du das Gefühl, dass du auch öfter mal in den Kühlschrank gehst, wenn du so eine intensive Futterkatzine gesehen hast, oder? Nee, ich habe gerade darüber nachgedacht. Da kann ich bei mir keinerlei Verbindung feststellen, um ehrlich zu sein. Okay, danke. Konstantin hier vorne, der fröhliche Archivmitarbeiter. Übrigens möchte ich hinzufügen, dass Monster Hunter auch aus Japan kommt. Also genau, vielleicht hat ja, das auch miteinander zu tun, so ein bisschen, dass gerade aus dem Raum quasi dass da ein Wert drauf gelegt wird, dass es authentisch und schön aussieht. Ja, Japan hat eine ganz eigene Beziehung zu Essen, die auch, glaube ich, niemand aus Nicht-Japan so richtig verstehen kann. Essen ist sehr beseelt und belebt und Essen ist überall und Essen sieht wahnsinnig gut aus. Das ist hier vorne an dem Foodwagen auch, an dem, wo, ach, das ist so ein österreichischer, wo es auch gebratene Nudeln und so gibt. Die haben dieses gefakte Plastikessen, was mega real aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das habt ihr in Japan an jedem Restaurant. Die sind ständig konfrontiert mit Fake-Essen, was echter aussieht als richtiges Essen und sind Meister darin, Essen so aussehen zu lassen, dass man unbedingt in dieses Restaurant rein will, um das da zu essen. Das Schöne ist, dass es dann immer exakt so aussieht, wie es vor dem Laden das Plastikessen aussieht. Aber ja, japanischen Spielen kann man, glaube ich, diagnostizieren, dass sie das besser können als europäische Spiele. Und ich möchte nochmal das Hashtag aufgreifen, Foodporn. Was gerade bei diesen Fotos finde ich interessant, dass, glaube ich, die Message dahinter eigentlich nicht das Essen ist, sondern das Bild vom Essen. Quasi, ich war da, ich habe es mir geholt und das ist das jetzt. Und das sieht ja, cool ja, aus. Genau, das meine ich mit den gleichen Strukturen wie bei den Stillleben, wo man einfach nur ein Stillleben sich irgendwo hinhängt, um zu sagen, guck mal, was ich für einen geilen Scheiß auf meinem Teller hatte neulich. Klar, das ist das Gleiche bei Foodporn. Da sage ich im Zweifelsfall mit meinem Quinoa-Salat nicht, hier achtet mal ein bisschen auf die Vitamine, sondern ich sage damit, ich achte voll auf mich, ich habe mich mega im Griff, ich bin super vegan und ich kann mir hier irgendein fancy Superfood leisten. Und das ist halt ein, finde ich, wahnsinniger Punkt, dass es eben auch so eine Klassismusdebatte für mich aufmacht, weil um eine Superfood-Bowl auf Instagram zu posten, muss man sie sich eben auch leisten können. Und da werden eben auch soziale Ungerechtigkeiten repliziert. Was ich aber auch spannend finde bei Foodporn, das ist eine Frage, die ich euch stellen wollte. Ich habe da eine kulturwissenschaftliche Analyse zugelesen zu diesem Porn da drin und die These war, dass eben Essen eigentlich was extrem Privates ist und das Essen und die Pornografie deshalb da so miteinander assoziiert werden. Und ich frage mich, ob für euch Essen, was, also die Idee ist, dass wenn ich ein Foto von meinem Essen poste, das eigentlich was sehr Intimes ist, wie ernähre ich mich, das ist in meiner Privatsphäre. Und die Fotos sind auch immer näher dran, als der Essende eigentlich am Teller wäre. Also es ist ein bisschen Voyeurismus, der da scheinbar aufgemacht wird, das ist die These. Findet ihr, dass Essen privat ist, weil es auch politisch ist? Oder, also ich denke so an veganer Fleischesser-Debatten zum Beispiel oder so. Oder hättet ihr jetzt kein Problem damit, jedem euer Essen zu zeigen. Ja, da hinten ist eine Meldung. Wir schmeißen dir mal den Würfel zu.
Das ist ein gutes Thema, was du gerade ansprichst, weil ich glaube, das ist eine krass kulturelle Frage. Hm. Ich glaube, in den, ja, hier bei uns in den europäischen westlichen Ländern ist das sehr privat, denke ich schon. Aber dann gibt es ja zum Beispiel in Korea diese Mukbang-Kultur, was ja eigentlich genau das Gegenteil davon ist, weil das lässt halt extrem intime Einblicke in ins Essenskonsumverhalten der Leute zu. Und dann eben nicht in Form von Foodporn, sondern das ist teilweise ja sogar gewollt, dass das eher für uns schon teilweise eher abstoßend wirkt, weil die extra kleckern, extra alles vollmatschen, extra laut schlürfen und mit den Händen essen und sich die Gesichter vollspielen teilweise, was so weit geht, dass es Leute gibt, die erfolgreich sind, die einfach bloß die Gesichter in Brot wälzen. Also das ist kein Witz und das gibt es halt da wirklich. Und ich denke gerade über alternative Jobs nach. Ja, ja, tatsächlich. Also es ist wirklich, ja, diese Bewegung gibt es natürlich. Ja. Was ich noch anschließen wollte, war an den Kollegen vorne links, weil er ja vorhin meinte, ja, man braucht schnelles Essen, wenn man spielt und geht dann oft auch zu den Snacks und Süßigkeiten über. Hm. Ich habe aber festgestellt, es ändert sich auch ein bisschen so. Also bei mir privat ist es so, ich habe zum Beispiel immer, man soll ja jeden Tag eine Handvoll Nüsse essen. Ach so? Und man macht es einfach nicht. Das ist halt zum Beispiel ein Superfood, was eben diese ungesunden Snacks ersetzen kann. Funktioniert also Nüsse, gut. Freund. Genau. Ungesalzen, ungesund natürlich. Und das geht halt so weit, dass es auch in die Spielewelt schon interaktiv und direkt integriert wird. Wir kennen ja alle Twitch. Und dort ist es so, dass es halt dynamische Bots gibt, die man sich aktivieren kann, die dann den Zuschauer, aber auch denjenigen, der halt gerade spielt, daran erinnert, hey, es ist jetzt gerade, keine Ahnung, du spielst jetzt seit 2 Stunden und 14 Minuten, du hättest in der Zwischenzeit mindestens 270 Milliliter Wasser trinken müssen. Und der erinnert einen dann alle halbe Stunde, je nachdem, wie man das will, daran. Und zusätzlich auch die Zuschauer. Und dasselbe geht halt eben mit den Snacks halt auch. Also das ist halt auch, deswegen, ich glaube, es ändert sich gerade ein bisschen, weil dieses Essensbewusstsein sich halt auch ein bisschen ändert. Ist aber auch sehr, fühlt ihr euch da irgendwie so seltsam fremdbestimmt? Ich bin immer ganz eingeschnappt, wenn Netflix mich fragt, ob ich noch zuschaue zum Beispiel. Und dann bin ich dann sicher. Es ist auch froh, mir vorzuwerfen, dass ich eigentlich arbeiten sollte und nicht 4 Stunden Netflix gucke. Aber fühlt man sich da gut, wenn man das gesagt bekommt? Hier, trink mal was. So mütterlich. Ich denke schon. Okay. Okay. Da hinten ist auch noch eine Meldung. Fängst du? Ich bin beeindruckt, wie gut hier alle fangen können. Was der Ausstellung vielleicht eventuell noch fehlt, ist... Du warst ja noch nicht da, ne? Ich habe nur ein bisschen drüber geredet. Aber erzähl weiter. Sorry. Die Darstellung, wo Essen der Gegner ist. Da gibt es zum Beispiel von Data East, die über das Burger Time gemacht haben, gibt es ein Spiel, das nennt sich Diet Go Go. Und da ist das Essen der Gegner. Man darf es essen, muss es killen, damit es eigentlich fett macht. Und ein anderes Beispiel ist Captain Novoline auf dem Super Nintendo. Das ist ein Spiel, da spielt man einen Diabetes-Patienten und das Essen hüpft halt rum, Würste hüpfen rum und wenn man die Würste nimmt, dann stirbt man halt. Also. Philipp, willst du was sagen zu Diet Go-Go? Ich hatte gerade den Eindruck, du hast mich so angeguckt, als hättest du was sagen wollen. Du brauchst den Würfel. Aber ich kann auch sagen, dass wir sehr limitierten Platz hatten und uns auf 7 Kategorien geeinigt haben. Wir haben ja deshalb auch nicht mehr die 8. Kategorie mit Apes Odyssey aufgemacht. Aber danke, weil das hat ja meiner Präsentation trotzdem gefehlt. Schön, dass du es noch angesprochen hast. Will jetzt noch jemand was sagen? Ich finde es gerade mega kuschelig mit euch. Aber also wir hätten noch so Zeit für 1-2 Fragen. Die nehmen wir uns schon noch. Wenn jemand will. Will niemand mehr. Ich habe noch eine Folie. Vielen Dank. Es war sehr schön. Und jetzt natürlich die Frage, wie viele von euch gehen sofort und holen sich was zu essen bei so einem Burgerladen oder es gibt sehr viel leckere Sachen da. Ja, vielen Dank. Es war echt ein... schöner Vortrag, hat mir sehr gefallen. Wir machen jetzt ein kleines Päuschen und dann darf ich gleich 4 Gäste zu mir auf die Bühne bitten. Wir werden ein bisschen plaudern. Gut, dass die Stühle hier noch stehen. Und das Thema wird lauten, Achtung, Gaming als Gemeinschaft, Doppelpunkt, über die Bedeutung von Communities. Sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also nutzt die Zeit und um 9:30 sehen wir uns hier wieder. Dankeschön, bis gleich.